Herzlich willkommen zum neuen Video von Tuning Blog, in dem wir uns heute die Honda XL750 Transalp SP Special Edition genauer anschauen. Ein echter Leckerbissen für alle Motorradfans, die auf ein einzigartiges Sondermodell warten. Bevor wir loslegen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft keine spannenden Neuigkeiten mehr verpasst. Die Honda Transalp SP, die im Oktober 2024 erstmals in Spanien und Portugal erschienen ist, hat definitiv das Potenzial, für Aufsehen zu sorgen. Es handelt sich um das erste Sondermodell dieses äußerst beliebten Motorrads, das seit seiner Markteinführung im Jahr 2023 die Herzen vieler Biker erobert hat. Auch hier in Deutschland ist die Honda XL750 Transalp ein absoluter Bestseller und hat sich in den Top 10 der Neuzulassungen etabliert. Kein Wunder, dass Honda nun mit der SP eine Special Edition auf den Markt bringt, die einige exklusive Extras bietet. Besonders ins Auge fällt natürlich das markentypische Dekor in Weiß, Blau und Rot. Die hochwertigen Sticker, die zum Teil als robuste Schutzpads ausgeführt sind, tragen die Schriftzüge Transalp und SP und verleihen der Maschine eine besonders sportliche Optik. Dazu kommen Schutzbügel aus Stahlrohr und ein stabiler Motorprotektor aus Aluminiumblech, die das Bike nicht nur optisch aufwerten, sondern auch funktionalen Schutz bieten. Unter der Verkleidung bleibt alles beim Alten, und das ist auch gut so. Der bewährte Reihen-Zweizylindermotor mit seinen 755 Kubikzentimetern Hubraum leistet beeindruckende 92 PS und sorgt für ein ordentliches Drehmoment von 100 Newtonmetern. Mit ihrem Enduro-Fahrwerk, das mit einem 21 Zoll Vorderrad und einem 18 Zoll Hinterrad ausgestattet ist, bleibt die Transalp SP auch im Gelände eine echte Wucht. Und obwohl sie vollgetankt 208 Kilogramm wiegt, lässt sie sich dank ihrer ausgewogenen Konstruktion hervorragend fahren. Leider bleibt dieses exklusive Modell vorerst den Märkten in Spanien und Portugal vorbehalten, wo Honda 250 Exemplare für 10.300 Euro anbietet. Wer eine A2-Version mit 48 PS bevorzugt, kommt sogar noch günstiger weg, denn diese Variante kostet nur 9.900 Euro. Ob wir die Honda Transalp SP Special Edition auch in Deutschland sehen werden? Zum aktuellen Zeitpunkt ist das laut Honda Deutschland noch unklar. Wir hoffen natürlich auf eine baldige Erweiterung der Verfügbarkeit. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du immer auf dem Laufenden bleibst und keine Neuigkeiten aus der Welt der Motorräder verpasst.